Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play and Talk Banished. Gerade eben haben wir hier unser Handelsdepot aufgebaut und da hinten unseren Marktplatz. Da geht's auch richtig ab, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so ein Betrieb wird hier. Aber da ist jetzt alles irgendwie drin, die ganzen Kirschen und so. Was eigentlich scheiße ist, weil ich die Kirschen ja gerne an den Händler verticken wollte. Aber wir warten einfach mal, bis einer kommt und dann gucken wir mal weiter. Also fressen haben die erstmal genug. Ich bin heute übrigens auch wieder ganz alleine am Start. Wir haben nur wieder keine Logs. Trotzdem gibt es ein kleines Thema, über das ich auch quatschen möchte. Neben dem Bauen. Was ist denn mit ihm schon wieder? Wir haben gar keine Iron Tools. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Achso, der hat kein Holz. Ja, wir haben Holzprobleme. Das ist mir schon aufgefallen. Ich weiß auch nicht, warum das hier irgendwie nicht ausreicht. Wir sind ja schon drei unterwegs eigentlich. Komisch, ne? Wo schicke ich hier denn mal hin zum Holzhacken? Ich möchte ja so gerne ein bisschen Wald erhalten auch. Vielleicht mal hier hinten hin. Nee, abhacken hier. Und zwar machen wir mal relativ viel hier weg. So. Wir haben ja gerade 7 Labore. Dann wird das schön gehen. Und wir warten auf einen Händler. Und wenn die das Holz geholt haben, müssen wir auch wieder ein paar Häuschen bauen, glaube ich. Weil wir haben jede Menge Leute dazu bekommen, die erwachsen geworden sind. Und die gammeln jetzt hier, glaube ich, ja, mit rum. Die brauchen natürlich neue Häuschen. Ganz wichtig. Ich frage mich auch, ob die Kirschen quasi direkt im nächsten Jahr dann wieder geerntet werden können oder ob das dann wieder ein bisschen dauert. Das würde mich ja auch immer interessieren irgendwie. Also ob das hier so funzt, ne? Das weiß ich noch nicht so genau. Der soll ja Bäume niederholzen. Bringt aber irgendwie keins ran hier. Bisschen ärgerlich, ne? Naja, das wird schon. Ob wir hier sehen können, wenn so ein Schiffchen anfährt? Apropos Schiffchen fahren. Ich wollte nämlich heute ganz gerne übers Reisen sprechen. Klingt erstmal voll lame. Aber Reisen ist so eine großartige Geschichte. Ich habe gestern nämlich so eine Reportage dazu gesehen. Und diese Person, die reisen sollte, war nicht so richtig begeistert davon. Dann kamen dann immer so Sprüche wie: Ich habe zu Hause doch alles, was ich brauche, und ich will das alles, das interessiert mich alles gar nicht. Da andere Kulturen und so, das ist doch scheiße, da muss ich mich dann erstmal einfinden und da gibt es dann vielleicht nicht mein Essen und bla 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 bla. Ja, das stimmt. Wenn man in ein fremdes Land reist, jetzt vielleicht nicht unbedingt Holland oder so, sondern wirklich auch mal ein bisschen weiter weg, dann ist das schon so, dass die vermutlich nicht all das Zeug haben, was ihr halt so kennt und was ihr halt so esst. Aber das ist ja kein Problem. Ich kann eigentlich nur jedem raten, wer die Möglichkeit hat, zu reisen und andere Städte und Kulturen zu sehen, der sollte das unbedingt tun. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass man über den eigenen Horizont, also den Horizont vom eigenen Land hinauskommt und sieht, wie es woanders aussieht, wie es da ist, wie die Leute sind, wie die Kultur ist. Das ist nicht nur unglaublich interessant, sondern das ist auch sehr wichtig, dass man nicht so engstirnig durch die Gegend läuft und sagt, ich bin hier geboren, ich wohne hier und hier gehe ich niemals weg. Sondern das ist natürlich schön, wenn man stolz ist auf sein Zuhause und wenn man sich da wohlfühlt, das ist alles ganz super, aber das ist ja noch lange kein Grund zu sagen, wisst ihr was, ich gehe einfach niemals raus. Das ist natürlich total doof. Und auch nicht so sinnvoll, ne? Also wer reisen kann, wer mal die Möglichkeit bekommt, sich was anzugucken, nutzt das auf jeden Fall. Es gibt so viele wunderschöne Länder und Kulturen und man trifft so viele nette Leute auch. Das möchte man eigentlich nicht verpassen.
würde ich behaupten. Ich hatte zum Beispiel relativ großes Glück. Unsere Eltern sind früher mit uns sehr viel verreist, als wir noch kleiner waren. Und dadurch habe ich tatsächlich relativ viel von der Welt gesehen. Und da bin ich unheimlich froh drüber, dass ich schon so viel habe sehen dürfen. Was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, sind so Sachen wie Ägypten und Tunesien zum Beispiel. Das ist natürlich was ganz anderes als hier. Und da fällt mir ein, dass meine Mutter und ich, wir wollten einfach in ein Café gehen und was trinken mittags. Und da wird man dann ganz schief angeguckt, weil in diesen Ländern haben Frauen in so einem Café erstmal nichts zu suchen. Und wir sind dann auch gleich wieder rausgegangen. Denn natürlich kann man sich da hinstellen und sagen, ist mir scheißegal, wo ich herkomme, darf ich das? Ich ignoriere euch jetzt und mach, was ich will. Ist natürlich nur total dumm. Wenn man in ein anderes Land geht, dann muss man sich auch mit der Kultur auseinandersetzen und das respektieren. Ne? Ist natürlich dann irgendwie blöd, wenn man dann sich anpassen muss. Das ist immer erstmal irgendwie fies, aber das ist auch richtig so. Das sollte man schon machen. Und dafür ist es ja eben auch da, dass man die anderen Kulturen kennenlernt. Man will ja nicht in ein anderes Land reisen, um sich dann da aufzuspielen und sich genauso zu benehmen, wie man es zu Hause macht. Das ist ja nicht der Sinn der Aktion. Dann braucht man erst gar nicht los. Wenn ihr versteht, was ich meine. Seid ihr denn schon mal gereist? Beziehungsweise, wo ist denn euer liebstes Reiseziel gewesen? Das würde mich ja auch mal interessieren. Also ich fand Ägypten und Nordafrika generell unheimlich schön. Ist natürlich ein absoluter Kulturschock, aber das macht es ja dann halt auch irgendwie aus. Das war auf jeden Fall super schön. Wir waren sehr, sehr häufig früher in Österreich. Das ist jetzt natürlich nicht so der Mega-Unterschied. Aber anders ist es natürlich schon auch. Da habe ich mich auch immer unheimlich wohl gefühlt. In diesen urigen kleinen Häuschen in den Bergen und so, das ist wunderschön. Und wo ich auch gerne war, das war Amerika. Ich war einmal in Miami und einmal auf der anderen Seite von Florida. Also beide Male in Florida war ich. Und da hat es mir auch sehr gut gefallen. Ich hatte auch diese typischen Vorurteile, die man irgendwie so hat, ne? Von wegen, die Amis sind unfreundlich und wenn man auf die Straße geht, wird man direkt erschossen oder so ein Zeug. Mir war auch ein bisschen mulmig, sag ich ganz ehrlich, als wir da hingegangen sind. Aber das ist natürlich nicht so. Wir hatten da ein kleines Ferienhaus und die Leute, unsere Nachbarn sozusagen für die Zeit, waren unheimlich hilfsbereit, unheimlich lieb und nett. Ganz freundliche Menschen. Offensichtlich bin ich auch nicht erschossen worden. Man kann da also relativ gefahrlos mal hin. Und was ich in Amerika mitgenommen habe, so für mich, sind diese Größenverhältnisse einfach. Also in Amerika ist alles fünfmal so groß wie hier. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt die Häuser oder so. Wir haben hier ja auch Städte mit gewaltigen Hochhäusern und alles. Das meine ich gar nicht so sehr. Aber zum Beispiel, man geht da in einen Supermarkt und es gibt alles in Übergröße. Wenn ihr euch da eine Flasche Cola kauft, dann hat die nicht 1 oder 1,5 Liter, so wie bei uns, sondern mal gut und gerne das Doppelte oder es gibt gleich ganze Kanister da zu kaufen. Es ist einfach alles riesig. Milchkartons, die haben hier 1,5 Liter bei uns normalerweise, da haben die aber 3 bis 4. Das sind dann so riesige Plastikkanister mit Milch. Wenn man da allein einen Haushalt führt, weiß ich gar nicht, wie man das bewerkstelligen soll. Da schmeißt man ja nur Zeug weg. Da gibt es gar keine kleinen Größen. Aber das ist schon ziemlich, also mein so einen amerikanischen Supermarkt reingehen ist auf jeden Fall schon ein Highlight. Genauso die Autos da. Jeder fährt da so einen fetten Pickup oder so. Ja, wenn man den mit einem Smart um die Ecke kommen würde, würden die erstmal lachen. Die brauchen das irgendwie gigantisch und groß. Das war auch sehr beeindruckend. Genauso, wenn man essen geht und sich eine Pizza bestellt oder so. Das sind LKW-Räder. So groß ist das Zeug. Das ist gigantisch.
Und wegen sowas muss man einfach auch mal rausgehen. Da muss man mal sich ein anderes Land angucken und sich darauf einlassen. Es macht unheimlich viel Spaß. Irgendwie kommt hier gar kein Händler, habe ich das Gefühl. Wir haben ja irgendwie nichts hier anzubieten, ne? Blöd. Verstehe ich überhaupt nicht, warum. Es geht ja aber auch irgendwie niemand hier hin und macht es mal, oder? Müsste hier nicht mal einer loslaufen irgendwie und das Zeug hier hinbringen? Na, vielleicht machen die das dann später oder so. Mal gucken. Früher oder später wird ein Händler vorbeikommen, da bin ich mir ganz sicher. Ach, es ist gerade so friedlich und ruhig hier. Ha. Ist das nicht schön? Wo ich noch nie war, ist zum Beispiel Asien, so Japan, Thailand oder so. Da war ich noch nie und das würde mich auch mal total reizen. Obwohl ich ja viele Sitten, die die da haben, ziemlich merkwürdig und zum Teil auch abscheulich finde. Aber mal angucken kann man sich das schon mal. Denke ich. Man ist ja dann nicht verpflichtet, da bei sämtlichen Sachen zu partizipieren, wenn man in Urlaub fährt. Da soll man sich das ja nur angucken. Jetzt nimm doch das Holz hier mit. Du hast doch nichts in der Tasche, Fräulein, oder? Na doch, hat sie. Fisch hat die auch noch dabei. Wo schleppt die denn rum? Die hat nichts dabei, du faules Stück, ne? Ehrlich. Aber sie geht jetzt los. Das fleißige Mädchen, die Janelle. Oh, die ist ja schon ganz schön alt, wa? Uiuiui. Altes Mädchen. Ist das Haus hier fertig? Warum baut niemand an dem Haus? Ihr Schweine. Okay, ich tu mal wieder ein bisschen vor. Das können wir ruhig machen. Du. Ach, sieht immer so hübsch aus hier. Ich glaube, das wird eine ganz schöne Stadt, wenn die sich erstmal richtig ausgebreitet hat. Jetzt hätte ich ja eigentlich nur gerne halt Tierchen, ne? Ach, jetzt hat er hier was hingebracht. Habt ihr das gesehen? Der hat hier echt was hingebracht. Nö. Hat er denn hier gemacht? Ach, das hier ist nur das, was wir. Ach so, mein Gott, bin ich dumm, ne? Man sollte sich das auch mal richtig durchlesen. Das Zeug ist ja schon da. Das Zeug ist ja da und hier sehen wir nur, das ist das, was da ist. Und das ist der Wert davon. Also Leder hat auf jeden Fall einen relativ guten Wert, würde ich glatt behaupten. Jetzt steht der hier einfach so rum. Das hilft mir jetzt gar nichts, Junge. Was karren die denn hier an, frage ich mich dann. Ha. Aber es läuft auf jeden Fall. Die Wirtschaft brodelt sozusagen. Jetzt habe ich das vorhin noch mal gelesen hier mit diesem Flugzeug, was da verschwunden ist. Da frage ich mich doch ernsthaft, wie kann denn so ein vollbesetztes Flugzeug einfach verschwinden? Ich meine, solche. Diese, oh nein, oh nein. Firewood schon wieder? Alter! Was ist hier los? Loks hat sie aber doch. Muss ich mal ein bisschen hier auf die Tube hauen. Vielleicht brauche ich auch mal einfach noch einen oder so. Vielleicht schafft er das nicht allein, aber er haut ja schon wieder in die Tasten. Ne? Ja, ich frage mich, wie so ein ganzes Flugzeug einfach verschwinden kann. Ich meine, die sind ja auf dem Radar und so. Ne? So Flugzeuge werden ja überwacht, wo die lang fliegen. Und man müsste doch dann zumindest den Ort genau kennen, ab wo dieses Flugzeug dann eben nicht mehr auf dem Radar war. Also eigentlich. Und dieser erzählen, setzt sich dahin und erzählen, ja, das ist einfach weg, keine Ahnung. Irgendwo da in der Gegend ist das verschwunden. Das ist
doch schon merkwürdig. Da frage ich mich wirklich, wie sowas gehen kann. Das war ja ein vollbesetztes Flugzeug mit irgendwie 300 Leuten oder so drin. Einfach weg. Keiner weiß, ob das abgestürzt ist über Meer oder ob es vielleicht sogar entführt wurde. Keiner weiß es. Schon ein bisschen unheimlich irgendwie auch, ne? Vielleicht ist es so ein zweites Bermuda-Dreieck oder so da irgendwo. Man weiß es nicht. Ach, die hauen die Bäumchen hier dann gleich weg, die da im Weg sind. Das ist ja schön. Ich mach mal wieder ein bisschen langsamer, weil wir gleich wieder unsere Leutchen brauchen hier. Immer noch so wenig Holz am Start. Das wundert mich, dass das so mega schnell weggeht irgendwie. Ja, vielleicht gehe ich hier hinten dann ein bisschen hacken oder so. Das müsste man ja dann auch wieder aufforsten können, theoretisch. Glaube ich. Das hier können wir ja mal eben wegmachen hier. Das ist ja, glaube ich, einfach... Nee, das wollte ich nicht. Das ist ja, glaube ich, einfach nachgewachsen. Das kann ja ruhig mal weg. So. Early Spring. Da müssen wir hier wieder das Arbeiten anfangen. Damit wir genug zu essen haben. Oh, jetzt habe ich das wieder zugemacht. Hallo? Ach, heute ist der Wurm drin. Ohne Witz. Farmers. Nee, hör mal auf. Ich wollte hier mehr Farmer einstellen. Ach so, jetzt funktioniert es wieder. Dann... Wo, machen die ja eigentlich auch irgendwas? Da laufen Leute rum, aber... Naja, keine Ahnung. Die Bilder erstmal wieder weg. Und ich glaube, so viele Fischer brauchen wir dann gerade auch nicht mehr. Ja. Das übliche Prozedere hier. Ich frage mich nicht, wann da mal ein Händler kommt. Irgendwie. Wäre ja mal interessant zu wissen. So, der hat ein paar Tools gemacht. Das ist schön. Aus irgendeinem Grund haben wir kaum noch Korn. Das haben die bestimmt wieder hierher geschleppt, oder? Ja, ein bisschen. Okay, vielleicht legen wir hier auch nochmal ein Feld an. Hier hinter vielleicht, obwohl das auch blöd, ne? Ich wollte ja hier dann weitermachen. Und hier noch Häuschen hinbauen und so. Und dann machen wir hier dann vielleicht nochmal Felder. Vorne. Das sollte ja eigentlich erstmal reichen. Hier könnten wir noch ein so ein großes Feld hin machen eigentlich. Das mache ich auch mal eben. Wo war es denn? Hier. Was? Na doch, passt schon. Zu large? So. Brauchen wir natürlich dann noch mehr Leutchen für. Diesmal mache ich mal Pumpkins. So. Ja, ich glaube, das gefällt mir so. Dann war hier noch ein Pumpkin-Feld. Ja, meine Stimme ist immer noch ein bisschen komisch. Es tut mir leid. Händler! Warum kommt niemand? Dauert das einfach ein bisschen? Stimmt, ich bin wieder mal bestimmt nur einfach zu ungeduldig. 100 pro. Die alles aufgehört. Die ganzen Kirschen sind hier. Tools und so. Ja, das können die jetzt schön untereinander verteilen. Das finde ich sehr gut. Eine Schule wollte ich eigentlich gerne noch machen. Vielleicht können wir das mal die Folge hier noch machen. Damit meine Leute hier total schlau werden. 50 Holz. Ja, ich glaube, wir können hier hinten jetzt aber ruhig mal das Holz hier einfach niederreißen. Denn hier möchte ich ja sowieso weiterbauen. Komm, wir nehmen hier alles mit jetzt gerade. Ist egal. So. Jetzt haben wir natürlich kaum Arbeiter eigentlich dafür, aber dann dauert es halt ein bisschen. Dann sind die ein bisschen beschäftigt, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm.
Ja, jetzt habe ich halt eigentlich nur darüber gequatscht, wo ich schon im Urlaub war, zumindest zum Teil, was mir so am besten gefallen hat, weil ich möchte ja auch niemandem zu sehr auf Eier gehen. Wenn ich jetzt aufzähle, wo ich schon überall war, das muss nicht sein. Ja, aber wie gesagt, würde mich total freuen, wenn ihr einfach mal schreiben würdet, wo ihr denn gerne hinreist oder wo ihr es besonders schön fandet oder was ihr generell auch vom Reisen haltet. Es würde mich echt auch mal interessieren, ob ihr das auch so spannend findet wie ich. Oder ob ihr eher einer von der Sorte seid, wie der aus der Reportage gestern, der dann sagt, nö, ich muss gar nicht weg. Es interessiert mich alles überhaupt nicht. Das könnt ihr mir ja mal schreiben. Ach, ich bin irgendwie schon ein bisschen stolz hier. Muss ich ja sagen. Ein bisschen zumindest. Ja. Es wird allmählich. Und ich habe eigentlich gedacht, dass wir hier echt schnell Probleme kriegen werden. Mann. Dass das Essen nicht reicht und. Hast du nicht gesehen? Ich dachte echt, das wird hier schnell gehen. Ist aber gar nicht. Ist alles gut gegangen bisher. Gott sei Dank. So, hier noch die Wege. Dann haben wir nämlich auch diesen doofen Hügel hier umbaut. Es läuft, es läuft. Die Leute sind halbwegs gesund. Ist natürlich die Frage, ob die hier noch arbeiten kann oder ob die einfach nichts mehr kriegt. Sind denn hier Herbs drin? Nö, überhaupt nicht. Vielleicht muss ich die dann doch umsetzen. Vielleicht ist das einfach echt ein scheiß Platz für die. Muss ich dann mal gucken, ob wir das dann beim nächsten Mal einfach abreißen und weiter in den Wald irgendwo reinsetzen. Hier irgendwo dazu. Das kann schon sein, dass das das Problem ist. Na gut, dann würde ich hier jetzt erstmal wieder eine Pause machen und sag dann einfach schon mal bis zum nächsten Mal. Bis dahin.